Vielen Dank an die Organisatoren für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier. Und es geht hier natürlich um das Thema Brexit. Ich werde Ihnen einige Sachen aufgrund eines Papers vortragen, das ich mit zwei Kollegen von meiner Universität Warwick zusammengeschrieben habe, Sascha Becker und Timo Fetzer. Das Paper ist mittlerweile veröffentlicht. Die Details können Sie alle dort finden. Und vorweg sollte ich vielleicht sagen, ich bin nicht gewohnt, über das Thema auf Deutsch zu sprechen, wenn es etwas holprig wird. Es fing alles gut an in den 70er Jahren mit dem Verhältnis zwischen Großbritannien und Europa. Das war Margaret Thatcher in der Wahlkampagne zum ersten Brexit, 1975, zwei Jahre nach Beitritt Großbritanniens. Damals starke Verfechterin, fast schon, der schon fair zu sagen, blühende Verfechterin von Europa. Und sie war ganz besonders interessiert an der Entwicklung des Binnenmarktes. Jetzt hat sich etwas geändert. Wir haben Nigel Farage oben rechts. Wahrscheinlich kann man mit hoher Sicherheit sagen, dass es ohne Nigel Farage und seine Partei, die UK Independence Party, UKIP, dieses Referendum gar nicht gegeben hätte und erst recht nicht diesen Ausgang, dann natürlich Theresa May und auch den Führer der Opposition, Jeremy Corbyn, der im Referendum überhaupt nicht klar machen konnte, was überhaupt die offizielle Position seiner eigenen Partei war. Leider ist nicht nur das, sondern auch das ganze Klima hat sich etwas geändert. Hier habe ich aufgeschrieben, the will of the people, der Wille des Volkes, kommt immer wieder vor, also bis zum heutigen Tage sehr wohl. Es muss jetzt durchgesetzt werden, was das Volk zum Willen ausgedrückt hat. Dann das zweite Zitat hier, Enemies of the People. Das war eine Schlagzeile auf der ersten Seite eines Boulevardzeitung. Und gemeint mit Feinde des Volkes waren die Richter am Hohen Gericht, die dazu entschieden haben, dass das Parlament abstimmen soll, über ob dieser Artikel 50 ausgelöst werden kann oder nicht, wurden als Feinde des Volkes bezeichnet. Also es ging schon hoch her und dann natürlich auch Michael Gove, das ist im Moment ein Minister in der Regierung und der war eine prominente Figur im Referendum, hat gesagt, people in this country have had enough of experts, also wir haben, die Leute haben von Experten die Leute voll. Nein, was wir in unserem Paper tun, wir stellen uns die Frage, wenn man sich das Referendum anschaut in Großbritannien, inwiefern hat das was mit der EU zu tun im breitesten Sinne oder vielleicht mit sogar Globalisierung ganz grob ausgesprochen. Wenn man die Parteiabgeordneten fragt, ist hier diese Wolke, diese Wortwolke, die im Parlament sitzen, die sagen alle Immigration. Also Einwanderung ist eindeutig das wesentliche Thema und wenn man mit den Politikern spricht und sich damals die Presse angeschaut hat, dann würde man wahrscheinlich auf die gleiche Antwort kommen, es handelt sich auf jeden Fall um Immigration. Wir schauen uns also in unserem Paper an, wie sieht denn tatsächlich die Immigration aus in das Land und wie ist das mit dem Abstimmungsverhalten korreliert. Wir tun das in unserem Paper auf regionaler Ebene, in Wahlkreisen, wir haben es in einem anderen Paper hinterher auch individueller Ebene getan, also mit Individuen, wissen, wie die abgestimmt haben. Und dabei findet man heraus, es gibt eigentlich fast überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Wahlverhalten für Brexit. Wenn überhaupt in manchen Gegenden ganz schwachen Zusammenhang mit Einwanderung aus Osteuropa, also Polen sind das in erster Linie. Aber wenn man sich die Einwanderung anschaut aus anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland, Frankreich, dann geht das wenn überhaupt in die falsche Richtung. Das heißt natürlich nicht, dass Einwanderung keine Rolle spielt, sondern was das wahrscheinlich eher heißt, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen tatsächlicher Einwanderung, so wie man es in den Daten sehen kann, und zwischen wahrgenommener Einwanderung. Denn in den Gegenden, wo es fast gar keine Einwanderung gibt, auf dem Land in erster Linie, in den kleinen Dörfern, da ist die Angst vor Einwanderung am größten. Und das ist natürlich nicht was Spezifisches für Großbritannien, das ist in vielen anderen Ländern auch so. Dafür haben wir natürlich keine guten Daten. Wir wissen natürlich nicht genau, wie die Wahrnehmung ist von Einwanderung. Das Einzige, was wir wissen, ist, wo welche Einwanderer sind. Also Thema Einwanderung ist ganz wichtig, aber in den Daten unglaublich schwierig, auch wenn man es wirklich hart versucht, da überhaupt einen Zusammenhang zu finden.
Was hat noch mit Globalisierung zu tun oder mit der EU auf jeden Fall? Handel und Foreign Direct Investment. Das wird in Großbritannien in erster Linie als sehr positiv angesehen. Da ist Großbritannien wahrscheinlich liberaler als die meisten anderen Länder in Europa. Und deswegen scheint das kein riesiges Problem zu sein, aber wenn man es genau anschaut, sind genau die Gegenden, die viel mit Europa handeln, die gegen den Verbleib in EU abgestimmt haben. Das sind nämlich in erster Linie Gegenden, wo es viel industrielles Gewerbe gibt, was schon seit 20, 30 oder noch viel längeren Jahren Probleme gehabt hat. Und dort sind das genau die Gegenden, die viel mit Europa handeln, zum Beispiel die Autofabriken, die teilweise den Löwenanteil ihrer Autoproduktion dann in den Rest der EU exportieren. Das sind genau die Gegenden, wo gegen den Verbleib der EU abgestimmt wurde. Das ist natürlich alles korreliert mit der Art von Industrie und den Leuten, die dort wohnen. Was ganz wichtig ist, abgesehen von diesen vielleicht internationalen Aspekten, sind die Altersstruktur. Ältere Leute sind deutlich für den Brexit gewesen, ganz, ganz, ganz stark, besonders ab dem Alter 60, 65, da geht es wirklich ganz steil bergauf. Und die Killer-Variable ist Bildung. Das, wenn man sich eine Variable rausfischt, rein was die Korrelation angeht, dann ist Bildung ganz, ganz, ganz extrem wichtig. Und Economic Decline, das sind genau die Gegenden, wo es wirtschaftlich schon seit langer Zeit im Bach runtergeht, wo die EU besonders schlecht angesehen wird. Ich werde Ihnen einfach in erster Linie ein paar Bilder zeigen und ich will Sie nicht mit den technischen Details verwirren. Die Daten aus dem Referendum, wie Sie schon wissen, 51,9% haben dafür gestimmt, also für den Brexit. Insgesamt gab es 46,5 Millionen Wähler und die Wahlbeteiligung war 72%. Das ist relativ hoch. Das sind dann 17,4 Millionen Wähler, die für den Brexit gestimmt haben, 16,1 dagegen. Das ist ein Anteil von den Wählern, insgesamt 37,4%. Das ist aber sehr hoch. Also wenn man sich zum Beispiel den Erdrutschsieg von Tony Blair anschaut, 1997, das waren auch nicht mehr als 37%. Also soweit es eine demokratische Legitimation gibt von Wahlen, die war ziemlich hoch. Das kann man also nicht abstreiten. Hier ist eine Karte von Großbritannien mit den Wahlkreisen, davon gab es insgesamt 382. Und die rote Farbe ist ein besonders hoher Anteil für den Brexit. Und das fällt wahrscheinlich hier auf der Osten von England, das ist Lincolnshire, da war der Anteil für den Brexit wohl am höchsten, 75-76%, hier in Boston in South Holland, das ist East Lincolnshire. Und die graue Farbe ist genau das Gegenteil, das sind die Gegenden, wo der Anteil für Remain, also für den Verbleib in der EU, besonders hoch war. Da fällt vielleicht Schottland ins Auge. Und wenn man genau hinschaut, sieht man natürlich auch die Städte, die viel kleinere Gebiete sind, London vor allem. Aber manche Leute und viele in der Presse haben geschrieben, ja, London sei eine Hochburg oder Städte sind allgemeine Hochburg für EU-Zuspruch. Und das stimmt im Durchschnitt natürlich, 65% in London haben für den Verbleib in der EU gestimmt. Aber wenn man genau hinschaut und noch weiter reinzoomt in Wahlkreise, dann ist das nicht immer so. Um mal ein Beispiel hier rauszunehmen, unten rechts, das ist der Stadtteil Greenwich in London, wo viele von Ihnen wahrscheinlich schon mal irgendwie waren, als Tourist vielleicht. Das sind die Gegenden hier oben links besonders, da ist Cutty Sark, die Royal Observatory und so weiter, Maritime Museum. Das ist eine sehr wohlhabende Gegend, da sind 60-70% für den Verbleib der EU. Man muss aber nur für 20-30 Minuten hier Richtung Südosten laufen, im gleichen Stadtteil, und da ist dann plötzlich 60% für den Austritt aus der EU. Also wenn man genau hinschaut, es gibt eine große Spaltung auch innerhalb der Städte und viele Leute wischen darüber hinweg. Und wenn man ganz genau hinschaut, zum Beispiel die weißen männlichen Wähler in Großstädten sind viel mehr für UKIP, haben viel mehr für UKIP gewählt, auch bei vorherigen Wahlen schon, als die gleichen Männer in anderen Teilen des Landes. Diese Grafik fasst etwas zusammen, was wir im Prinzip grundsätzlich finden. Was Sie hier auf der linken Seite sehen, ist im Prinzip, wie viel unser bestimmtes Modell erklären kann. Wenn das hier bis 1 raufgeht, das wäre dann 100%, dann kann man alles erklären. Was ich mit alles hier meine, ist das Wahlverhalten auf der linken Seite. Das ist der Stimmenanteil für den, also der Stimmteil für den Austritt. Wenn man alle Variablen, alles, was wir haben, ins Modell reinwirft, dann kommt man da auf über 90%.
Das Interessante sind aber diese vier Untergruppen. Und hier ist EU Exporters, also alles, was mit Immigration und Handel und auch mit Strukturfonds zu tun hat, das ist eher die schwächste Gruppe. Das geht vielleicht gerade mal bis ungefähr 50% drauf. Was viel wichtiger ist, ist zum Beispiel diese Gruppe hier, Demografie und Bildung. Das ist zum Beispiel auch das Alter, was da eine Rolle spielt. Und das ist viel, viel wichtiger. Also das sind alles Korrelationen, das muss ich dazu sagen. Man kann mit diesen Daten keine kausalen Zusammenhänge herstellen. Aber das suggeriert möglicherweise, dass es vielleicht systematische Beziehungen gibt mit den Charakteristiken der Wähler oder auch der Wahlbezirke, die vielleicht mit der EU überhaupt nichts zu tun haben. Ich werde es überspringen. Dann schauen wir uns mal die Wahlabstimmung an nach Parteizugehörigkeit. Wir haben also hier oben die konservative Partei, das ist die Partei von Theresa May. Davon haben 58% der Leute, die normalerweise sympathisieren mit der konservativen Partei oder diese Partei wählen, für den Brexit gestimmt, 42% daneben. Die andere Partei ist natürlich UKIP, die von Nigel Farage, nicht überraschend, 96% der Anhänger haben für Brexit abgestimmt und nur 4% dagegen. Alle anderen Parteien haben eine recht deutliche Mehrheit für Remain. Die Labour-Partei zum Beispiel 63%, hier sind die Liberal Democrats, das ist so eine Art Zentrumpartei in der Mitte, das ist nicht wie die FDP in Deutschland, sondern mehr auf der linken Seite, verglichen zur FDP 70%, die Grünen 75% und hier ist die Scottish National Party, sehr wichtig in Schottland, die dominierende Partei dort, 64% für Remain. Also man kann mit Sicherheit sagen, es sind eindeutig die Anhänger der konservativen Partei, und das sind überdurchschnittlich ältere Leute, und natürlich die UKIP-Anhänger, das sind auch überdurchschnittlich ältere Leute. Hier sind ein paar Wahlposter aus der Wahlkampagne, die überall im Land zu sehen waren, da musste man sich nicht großartig nach den Hals verrenken. Hier ist eins von UKIP, sehen Sie hier an der lilanen Farbe, Take Back Control, das war immer der Spruch, und EU Policy at Work, British Workers are hit hard by unlimited cheap labor, geht es auf jeden Fall um Einwanderung und das wird verbunden mit dem Thema EU. Es geht natürlich ja auch um Arbeitslosigkeit, gar keine Frage. 26 Millionen Leute in Europa suchen nach Arbeit und nach welchen Jobs suchen sie wohl? Das ist das andere Poster. Dann hier Breaking Point, das sind Flüchtlinge, das ist glaube ich kurz vor Österreich. Das wurde an dem Tag enthüllt, wo eine britische Parlamentsabgeordnete ermordet wurde von einem fanatischen Brexit-Anhänger. Und darunter steht, the EU has failed us all. Das ist also auch ein offizielles UKIP-Poster. Dann, wo wir beim Thema Einwanderung sind, könnte man natürlich letztlich dann einfach sagen, ja, ist alles übertrieben, aber es ist eigentlich vielleicht doch nicht so ganz übertrieben, wenn man sich die Daten anschaut. Hier ist ein Artikel aus der Sunday Times vor ein paar Monaten. Tony Blair, we had no idea how many migrants would come. Die Labour-Regierung, die damals im Amt war, 2004 bei der EU-Osterweiterung, hat in der Tat enorm unterschätzt, enorm, wie viele Leute nach Großbritannien einwandern würden. Und bis jetzt hat sogar auch Tony Blair immer noch abstreiten wollen, wann das denn genau passiert ist. Deswegen hier die Überschrift Blurred Memory, also etwas verwischte Erinnerung. Er sagt, es sei erst passiert nach der finanziellen Krise 2008, 2009. Das stimmt aber nicht. Es ging schon 2005, 2006 ganz deutlich los. Und das Problem war, das waren in erster Linie, wie gesagt, Einwanderer aus Osteuropa. Und die sind in völlig andere Gegend gegangen. Also der typische französische Einwanderer oder deutsche Einwanderer, der lebt in einer Großstadt, arbeitet da vielleicht in einer großen Dienstleistungsfirma, Bank, irgendwie sowas in der Art, aber der durchschnittliche polnische Einwanderer, der ging in völlig andere Landesteile. Zum Beispiel da in East Lincolnshire, wo die Farbe besonders rot war. Und das hat die Regierung völlig unterschätzt und es wurde auch überhaupt nichts gemacht. Und das Thema wurde überhaupt auch kaum angesprochen, mit Ausnahme natürlich von UKIP. Hier ist der berühmte Bus, mit dem die Leave-Kampagne durchs Land getourt ist. Wir schicken jede Woche 350 Millionen Pfund nach Brüssel und lass uns stattdessen unseren National Health Service, also das Gesundheitssystem, besser finanzieren. Diese Zahl stimmt nicht. Die Zahl ist also eine Bruttozahl und keine Nettozahl und selbst die Nettozahl wäre wahrscheinlich auch anders, aber das spielt da also überhaupt keine Rolle. Jeder, der gesagt hat, diese Zahl stimmt nicht, wurde
bezeichnet als jemand, der das Volk nicht versteht oder der sich gegen der Elite zugehört. So war das im Wahlkampf und ist es in vielen Teilen immer noch bis heute. Ganz wesentlicher Faktor war die Presse und das ist vielleicht für Leute aus Deutschland gar nicht so einfach zu verstehen, denn die Boulevardpresse in Großbritannien ist was ganz anderes. Dagegen ist die Boulevardpresse in Deutschland ein Schoßhund. Das ist hier also eine harmlose Überschrift, Believe in Britain, das war jetzt kurz vor der Abstimmung, das ist wirklich harmlos, wie gesagt, ich hatte am Anfang schon Feinde des Volkes, das sind also Schlagzeilen, die wir eigentlich sonst nur aus dem Nationalsozialismus kennen, die wurden da tagtäglich vorne aufgesetzt. Und in vielen Landesteilen, zum Beispiel in Lincolnshire, gerade da in Lincolnshire, da gibt es nur die Sun und The Times und weil es das Wahlrecht da so ist, dass wer die meisten Stimmen bekommt, der kriegt den Wahlkreis, also First Past the Post, kein präferenzielles Wahlrecht, wurde da auch seit Jahrzehnten gar keine vernünftige politische Kampagne geführt. Die Konservativen, mir hat da jemand gesagt, wenn da die konservative Partei einen Esel zur Wahl aufstellen würde, solange der Esel diese blaue Rosette vorne dran hat, das ist ein hohes, würden die Leute dafür wählen. Das ist nicht meine Darstellung, das ist die Darstellung der Leute, die für die konservative Partei da wählen. Und die sagen das nicht aus Spaß, sondern immer einfach nur die Labour-Partei, die wissen gar nicht, wer das ist. Es gibt da überhaupt keinen politischen Wettbewerb. Und dementsprechend haben die Leute, mit Ausnahme von denen, die besonders viel Bildung haben, seit Jahrzehnten gar nichts anderes gehört. Also die Geschichte fing nicht erst 2004 an oder vielleicht letztes Jahr bei der Wahlkampf. Ein Aspekt, den ich noch herausstellen möchte, und da haben wir im Paper eigentlich relativ wenig zu sagen, das ist in erster Linie ein Datenproblem, das sind nicht ökonomische Faktoren. Da tun sich die Ökonomen vielleicht häufig auch manchmal ein bisschen schwierig mit, weil sie aus welchen Gründen auch immer sagen, das sind vielleicht nicht so wichtige Dinge, aber anscheinend sind sie sehr wichtig in der Politik. Das sind Sachen wie Klassenidentität, soziale Einstellungen und da will ich Ihnen ein paar Daten vorstellen, also zum Beispiel die Ethnizität von den Leuten, das ist eindeutig eine Abstimmung gewesen, die von mehrheitlich weißen Wählern so bestimmt wurde. Also 53% der weißen Wähler haben für Leave gestimmt. Die anderen Gruppen, das sind in erster Linie Asian, das sind fast 10% der Wähler und Black, das sind auch mal 2-3%, waren also deutlich dagegen mit ziemlich großen Mehrheiten. Das spielt eine ganz starke Rolle. Und was vielleicht am eindeutigsten ist, sind die sozialen Ansichten. Und worauf ich hiermit hinausweisen will, das Land ist wirklich gespalten. Das gibt es in dem Sinne gar nicht so in Deutschland. Und das geht wirklich tief ins Mark und das geht durch Familien. Das hört man überall. Das ist hier eine Umfrage von Lord Ashcroft. Wir haben Leute abgestimmt, die folgenden Punkte als force for ill, also irgendwas nicht Gutes halten, für auf jeden Fall irgendwas, was in die falsche Richtung geht, irgendwas Übles ist. Multikulti, die Leute, die denken, Multikulti sei was Schlechtes, 81% der Leute haben für Leave gestimmt und die 19 dagegen. Leute, die glauben, dass sozialer Liberalismus was Schlechtes sei, 80% der Leute haben für Leave gewählt. Leute, die glauben, dass Feminismus was Schlechtes sei, Frauenrechte, 74% der Leute haben für Leave gestimmt. Leute, die glauben, dass die grüne Bewegung Umweltschutz was Schlechtes sei, 78% der Leute haben für Leave gestimmt. Leute, die glauben, dass Einwanderung was Schlechtes sei, 80% haben für Leave gestimmt. Hier ist die Einstellung zur Todesstrafe. Das ist also auch vielleicht nur ganz allgemeine Einstellung von sozialen Werten. Das geht durch alle Gruppen hier, jede Linie zeichnet eine Gruppe. Und wer ganz stark für die Todesstrafe ist, das wäre hier Punkt 5 unten rechts, der hat zumindest im Durchschnitt ganz deutlich oder viel deutlicher für Leave gewählt als für Remain. Das Letzte, was ich sagen möchte, könnte es auch woanders passieren. Was wir in unserem Paper gemacht haben, wir haben das britische Modell genommen und es auf Frankreich bezogen, und zwar genauer gesagt auf die Präsidentenwahlen jetzt im Frühjahr 2017. Und wir haben den Stimmenanteil von Marine Le Pen angeschaut, das sind die dunkelblauen Gegenden, also hier in Nordfrankreich vor allen Dingen und am Mittelmeer. Und wir haben das britische Modell durchlaufen lassen, auf französischen Daten. Und vielleicht nicht großartig überraschend, das Modell funktioniert sehr gut. Ich habe noch niemanden gesehen, der das Gleiche oder sowas Ähnliches
in systematischer Art und Weise für Österreich gemacht hat oder Deutschland, vielleicht hat es jemand gemacht, aber mich würde nicht überraschen, wenn es genauso wäre. Gut, dann das Letzte, was ich vielleicht sagen wollte, ist, und das folgt nur ganz lose aus dem, was ich Ihnen vorgetragen habe, was kann man daraus ziehen? Die meisten Leute, zumindest in den Gegenden, die der EU gegenüber kritisch stehen, die wissen überhaupt gar nicht, was die EU macht. Das Einzige, was sie mit der EU in Verbindung bringen, ist eine Flut von Immigranten. Und zum Beispiel, dass es um Handelspolitik geht, das wissen die meisten gar nicht. Und das können auch Politiker in Großbritannien, das ist vielleicht in Deutschland nicht besser, kaum vermitteln. Das war jetzt ganz deutlich bei dem Fall Bombardier, der kanadische Flugzeugbauer, der in Belfast ein großes Werk hat. Und wenn man da fragt, naja, vielleicht wenn Großbritannien nicht mehr mit der EU dasteht, dann wird es vielleicht noch schwieriger, sich gegen Leute wie Donald Trump durchzusetzen. Das kann kaum ein Politiker vermitteln, selbst die Leute, die ganz stark für den Verbleib in der EU sich eingesetzt haben. Also es sind nicht nur die Wähler, es sind auch die Politiker, die das kaum verstehen. Ich habe ein Jahr lang im House of Lords zum Thema TTIP gearbeitet und immer wenn wir den Handelskommissar, das war Karl Loth damals, getroffen haben, der hat uns immer gesagt, er kann immer nach Düsseldorf kommen und eine Rede halten vor illustrem Publikum. Er meinte, es ist letztendlich nutzlos. Es müssen die nationalen Politiker sein, die diese Themen ansprechen und nicht immer alles auf Brüssel schieben, wenn es gerade mal schlecht läuft und die guten Sachen für sich erklären, sondern die müssen auch die Leute tatsächlich erziehen und überzeugen. Und wenn das nicht passiert, dann ist es vielleicht kein Wunder, dass die Leute sich mehr und mehr von der EU abwenden. Ich würde mal zwei Fragen zulassen. Zulassen klingt schon so, das traut sich keiner mehr. Ja, gibt es noch Fragen? Da vorne. Ja. Vom IW Köln. Ich habe nur noch mal eine Nachfrage. Was genau haben Sie da geguckt, als Sie das auf Frankreich übertragen haben? Also was haben Sie da untersucht und was ist dabei jetzt rausgekommen? Ja, ich war da nicht sehr im Detail. Tut mir leid. Also auf der linken Seite, was wir uns angeschaut haben, ist der Stimmenanteil von Marine Le Pen, sowohl in der ersten Runde als auch in der zweiten. Und dann auf der rechten Seite haben wir uns angeschaut, genau die gleichen Dinge, die wir uns im Bundesland ja auch angeschaut haben. Also wie viel Einwanderung gibt es in den französischen, das war auf Departement-Ebene, wie viel Handel gibt es von den einzelnen Departements mit anderen europäischen Ländern oder anderen Ländern irgendwo anders in der Welt. Die öffentlichen Gesundheitsversorgung zum Beispiel, Bildung und Altersstruktur, industrielle Struktur, alle diese Sachen, die wir in Großbritannien auch haben. Das ist im Prinzip genau die gleichen systematischen Muster, die es in Großbritannien gibt, die funktionieren im Prinzip ganz genauso wie wohl in Frankreich. Ja, Xaver Keller, ich habe eine Frage zu dem Bildungspunkt. Und zwar, Sie sagen selber, es ist wahnsinnig schwer, kausale Effekte tatsächlich zu zeigen, aber haben Sie irgendwie anekdotische Evidenz dazu, was tatsächlich der Effekt ist? Also ist es diese Uninformiertheit oder ist es eigentlich eher Bildung als ein Proxy für die wirtschaftliche Position und damit quasi auch für die eigene Chance oder Risiko im internationalen Handel? Wir haben keine kausalen Ergebnisse zu dem Thema, aber was ich vielleicht dazu sagen kann, ist, dass das Thema Bildung, das Brexit-Lager sind zwei Gruppen, die normalerweise politisch überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben, die aber beide im Durchschnitt zumindest einen relativ niedrigen Bildungsstand haben. Das sind auf der einen Seite ältere Leute, die glauben an den freien Markt und dass Großbritannien wieder mal ein größeres Land auf Weltbühne sein könnte. Das sind in erster Linie Leute, die sind nicht mal 60, sondern über 60, in erster Linie über 65. Das sind Leute, mit denen auch eine Korrelation von niedriger Bildung da ist. Dann das total andere Lager, was politisch in normalen Zeiten überhaupt nichts damit zu tun hat, das sind viele Leute, die tatsächlich seit Jahrzehnten lang vernachlässigt wurden und die arbeitslos sind, vielleicht schon dritte, vierte Generation, die mit dem Gesundheitssystem nicht zurechtkommen oder die einfach nicht ein vernünftiges Haus haben. Die haben auch im Durchschnitt zumindest einen recht niedrigen Bildungsstand. Was da jetzt der kausale Zusammenhang ist, das können wir zumindest mit diesen Daten nicht feststellen. Aber es sind diese beiden Gruppen, die normalerweise überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, bei dem Thema aber zusammenkommen. Noch eine letzte Frage da hinten gesehen.
weniger eine Frage ist eine Bemerkung. Mir ist immer aufgefallen, ich habe relativ viel mit Frankreich zu tun und ich habe gelegentlich mit England zu tun. Wenn man nach Frankreich reist, genau wie in Deutschland, bei jedem öffentlichen Gebäude, auch auf Provinzebene, glaube ich in Bayern, ist die Europaflagge zu sehen. In England ist sie nirgends. Wenn man in England durchgeht, ab und zu bei Bürgerbrüchen ereignet, aber sie ist nicht präsent. Meine Frage ist dann, wie Theresa May hat es gesagt, wiederholt, der Davis hat es gesagt, und kürzlich, wir haben die EU nie als, wir haben sie nie geliebt. Wir haben sie immer nur als ein wirtschaftliches Faktum betrachtet. Ist das nicht die eigentliche Aussage? Ich glaube ehrlich gesagt, Ihre Rechnung, die Sie da aufgeführt für Frankreich, mir ist sehr misstrauisch. Denn sonst könnte der Herr Macron das nicht so im Durchmarsch gewonnen haben. Da scheint mir doch ein Problem zu sein, nachzugehen, und was mich interessieren würde als Frage, ist das eine richtige Wahrnehmung, dass in England schlicht und einfach die EU immer unter Ferner Liefen gewesen ist, immer nur wirtschaftlich wahrgenommen wurde, nie politisch wahrgenommen wurde, und dass es deshalb ein englisches Problem ist? Okay, das sind mehr Aspekte, um es kurz zu machen. Das, ob jetzt Macron in Frankreich eine große Mehrheit oder nicht spielt, das hat bei der Analyse überhaupt keinen Zusammenhang, um es technisch auszudrücken. Was wir uns anschauen hier, ist der Unterschied zwischen eigenen verschiedenen Gegenden. Ob die jetzt ganz viel im Durchschnitt für Macron oder für oder gegen Brexit gespielt haben, spielt dabei keine Rolle. Es geht nur um den Gradienten. Also das Argument stimmt so nicht, wie Sie es dargestellt haben. Der andere Aspekt, ja, Sie haben eindeutig recht, dass in Großbritannien die EU niemals als Liebesheirat betrachtet wurde. Und es ist nicht so wie in Deutschland, wo in Deutschland die Leute die EU als essentiell ansehen. Es ist eindeutig absolut der strategische Mittelpunkt für Deutschland. Das ist in Großbritannien nie so gewesen. Das wird auf EU-Ebene auch häufig missverstanden. Es gibt in Großbritannien in der Tat ab und zu mal ein paar EU-Flaggen, die vor Gebäuden angebracht sind. Dieses Gebäude in Wales zum Beispiel oder Cornwall wurde mit EU-Mitteln gebaut und da gab es auch mehrere Interviews, sehr amüsant in bizarrer Art und Weise, wo Leute vor dem Brexit-Referendum gefragt wurden, sind sie für oder gegen den Brexit? Ich bin für den Brexit, ja, aber das Gebäude hinter Ihnen, da steht der gleiche Schild direkt hinter Ihnen, das wird gesagt, wurde von EU-Geldern gebaut und was die Leute dann sagen, warum können wir das nicht selbst machen? Warum sind wir mit EU-Geld nach? Das sagen die Leute übrigens auch in Sunderland, da ist eine große Nissan-Autofabrik, das sind gute Jobs mit deutlich überdurchschnittlichen Löhnen und da sagen die Leute auch, warum sind das Japaner? Warum können wir das nicht selbst? Warum können wir nicht selbst eine Autofabrik hier haben? Das sagen die Leute. Können Sie jetzt sagen, das ist vielleicht nicht rational oder wie auch immer, aber das ist die Einstellung. Und das ist sicherlich ein Aspekt, der ganz lange zurückgeht. Das ist nicht erst in den letzten 15 Jahren aufgekommen. Ja.